Guten Morgen, 7 Uhr, bin unterwegs. Der Hennesee liegt im Nebel, beziehungsweise ganz Meschede liegt im Dunst. Da geht es jetzt bergauf. Direkt am frühen Morgen, gerade eben erst los. Aber eigentlich müsste das Wetter heute besser werden, bis auf Gewitter. Ja, ich möchte noch ein paar Worte zu dem Knaus Campingplatz hier am Hennesee verlieren. Ist, glaube ich, einer der teuersten, wenn nicht der teuerste Campingplatz, auf dem ich bis jetzt war. Also als Fahrradfahrer mit kleinem Zelt 17,30 Euro oder so. Finde ich schon sportlich. Ich meine, okay, dafür würde es Hallenbad mit Sauna geben, ein Restaurant theoretisch auch, praktisch ist es so, dass das wohl Franzosen gepachtet haben Anfang des Jahres und die wollten zum Saisonbeginn dann einreisen und dann haben sie denen gesagt, nö. Ja, und jetzt, keine Ahnung, wissen sie auch noch nicht genau, wie es da weitergeht. Naja. Den Hennesee werde ich jetzt gleich verlassen. Noch ein paar hundert Meter, schätze ich mal. Ja, ja, da hinten ist die Staumauer. Und dann geht es nach Meschede rein und in der Fußgängerzone werde ich bestimmt was zum Frühstücken finden. So, hier ist die Staumauer. Und von jetzt an geht es bergab. Ja, das hat jetzt gut geklappt, täte Rainer sagen. Also in der Fußgängerzone gab es natürlich einen Bäcker, der auf hatte und der Frühstück anbietet. War ganz ordentlich. Aber auch nach der Fußgängerzone würde auch noch mal ein Bäcker kommen, der war auch schon auf. Und der hatte auch Stühle da stehen, dann wird man auch was kriegen. Ja, aus Meschede raus geht es hier so eine Landstraße, keine Ahnung. Aber immerhin mit extra Radweg. Da kann man sich das auch gefallen lassen, wenn es nicht allzu weit ist. Ist halt laut. Ja, okay. Hat schon jeder gesehen, der mal ein roter Radweg-Video gesehen hat. Ja, außer mir. Also ich habe noch keinen Radreisenden bis jetzt gesehen heute. Noch bin ich der Erste. Hier neben mir ist ein Segelfluggelände und deswegen ist hier drüber Netz gespannt über dem Radweg. Weiß ich nicht, wegen der Leine oder was? Keine Ahnung.
Ja, und da hatte wohl einer keinen Bock mehr. Nee, ohne Spaß. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Ort heißt, wo wir hier sind. Wo ich hier bin. Hier gibt es am Weg überall so kleine Kunstwerke. Und naja, ist mal ein bisschen Abwechslung. Gibt einiges zu gucken. Willkommen in Arnsberg. Jetzt haben wir stabile 18 Grad schon eine ganze Zeit. Jetzt werde ich mal zusehen, dass ich irgendwo ein Pausenplätzchen finde, damit ich auch in Ruhe die Jacke mal ausziehen kann. Ja, langsam wird das Ruhrtal gefühlt auch ein bisschen breiter. Die Berge sind auch niedriger. Hier gibt es dann so eine Auenlandschaft. Ja, ich bin schon ganz gut durchgekommen. Kilometer weiß ich jetzt gerade nicht. Habe ich mir abgewöhnt, zwischendurch drauf zu schauen. Ist dann viel angenehmer zu fahren. Mache ich immer erst, wenn ich der Meinung bin, so jetzt müsste mal langsam genug sein, sage ich jetzt mal so. Ja, hier fahre ich gerade ein Stück an der Möhne. Die mündet hier in die Ruhr. Aber nur ein paar hundert Meter, um hier über die Brücke zu fahren. Und dann geht es wieder zurück zur Ruhr. Ah, hier ist die Brücke schon. Einmal ein paar hundert Meter Möhne. Ja, hier mündet die Möhne in die Ruhr, aber kein Stück romantisch, direkt an der Straße. Wickede ist auch nur ein kurzes Gastspiel, aber Mittag gegessen habe ich da auch. Ein Döner gab's. Und jetzt geht's weiter Richtung Röndenberg. Ja, mittlerweile haben wir es 11:45, weil ich war ein bisschen früher in Wickede, als ich dachte. Und ja, ich habe es gar nicht mehr so weit bis zum Ziel. 15 Kilometer oder so. Bis zum heutigen Ziel. Also kann ich mir richtig Zeit lassen. Wahrscheinlich werde ich in der Mittagszeit da aufschlagen, wo sowieso zu ist. Ja, ich habe den Ruhrtalradweg jetzt verlassen, aber das soll nicht allzu weit sein. Bis zum Campingplatz irgendwie nur 300 Meter, glaube ich, wenn ich da hinten richtig gesehen habe. Also nur ein kleines Stückchen diesmal. Aber wir haben es erst 12.35 Uhr. Kann auch sein, dass da gerade Mittagspause ist und dass ich erst warten muss. Schauen wir mal.